frei werden. Wo beginnt Freiheit? Und was kann ich ganz persönlich tun, um wirklich frei zu werden? Genau darum geht es in dem Video. Leichtigkeit und eine natürliche Autorität haben meistens die Menschen, die innerlich frei sind. Du kennst sicher solche Menschen. Die sind einfach leicht unterwegs. Denen gelingt auch meistens etwas. Und wenn einmal etwas nicht gelingt, dann ist das gar nicht so schlimm. Umgekehrt, wenn innere Freiheit fehlt, dann ist das ganz oft der Grund für Probleme psychischer Natur oder im Finanziellen oder beruflich. Der Nelson Mandela, der war ca. 30 Jahre eingesperrt. Und wo sie ihm nachher gesagt haben, dass er jetzt entlassen wird, also frei ist, hat er gesagt, was, jetzt schon? Also, da sieht man, der war innerlich frei, obwohl er eingesperrt war. Dem ist es gut gegangen. Was können wir jetzt tun? Was ist jetzt unsere Übung, die wir jetzt wirklich in der Praxis im Alltag leben können? Und da dazu eine Frage. Du siehst hinter mir, da stehen die Bäume. Was glaubst du? Was sagt da der eine Baum über den anderen? Sagt er noch, ich möchte auch so schön sein, ich möchte größer sein, ich möchte besser sein, ich möchte schneller wachsen, ich möchte mehr Äste haben? Glaubst du? In der Natur spielt das keine Rolle. Da tut einfach jeder, was er kann. Kannst du dir vorstellen, dass du jetzt einmal für die nächsten Tage, nehmen wir uns einmal eine Woche her, dass du für die nächste Woche, also Tag für Tag, dass du dich so oft wie möglich erinnerst, dass du dich nicht vergleichst mit niemandem mehr, mit nichts mehr, dass du einfach zu dir sagst, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und dass du überhaupt nicht mehr darüber nachdenkst, was du an dir verändern könntest oder was du für Makel hast, die was du wegbringen musst oder irgendwas, nimm dich jetzt einfach einmal zu 100% genau so, wie du bist, an und sag, ich bin in Ordnung. Vor 2000 Jahren hat jemand gesagt, ihr seid alles Kinder Gottes. Jetzt für die Woche glauben wir das einmal. Sag mir einfach einmal, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und schau einmal, wie es dir dabei geht. Also, wo ich jetzt das gerade so sage, da rinnt es mir heiß und kalt gleichzeitig über den Rücken rein, weil das ist eine unglaubliche Aussage. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in Ordnung. Ich vergleiche mich mit niemandem mehr. Das ist der erste Schritt, um in die Freiheit zu kommen. Und ich darf mich ganz fest freuen, wenn du das probierst. Vergleich dich mit niemandem mehr und sag, ich bin in Ordnung. Ich bin ein Kind Gottes. Dieser Baum kommt mir also vor als wie ein riesengroßer YouTube-Kanal mit ganz vielen Abonnenten. Das ist eine Lerche. Die treibt jetzt gerade richtig aus und gibt gleich Vollgas. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, aber ich habe noch ganz wenige Abonnenten, weil ich gerade erst angefangen habe. In dem Moment, wo ich mich vergleiche mit meinem großen Kanal, mit einem, wo ganz viele Abonnenten jeden Tag dazukommen und jedes Monat, und bei mir nur ganz wenig, in dem Moment bin ich unzufrieden. In dem Moment fühle ich mich nicht gut, in dem Moment denke ich mir, was muss ich noch besser machen, was muss ich noch anders machen. Wenn ich aufhöre, das zu vergleichen, und wenn ich sage, so wie ich es mache, passt es. Und so wie es andere machen, passt es auch. Und das Problem, das lösen wir jetzt gleich. Ich mache die Übung auch, ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen, ich vergleiche meinen Kanal nicht mehr mit anderen und ich kann aus meiner Freude heraus tun und aktiv sein. Nächste Woche geht es weiter, ich freue mich schon, dann haben wir die nächste Übung. Es wird spannend. Ich wünsche dir alles Gute, pass gut auf dich auf und freu dich an dir, weil du bist in Ordnung. Pfiat dich, Servus, mach's gut.